Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Stellt euch vor, ihr seid Bobby Kotick, ihr seid der CEO von Activision Blizzard und ihr seid hauptverantwortlich dafür, dass diese Franchise seit Jahren Spieler verliert, Probleme entstehen, Cheater-Probleme, Bugs, schlechte Game Designs und. Ihr kennt die ganzen Sachen. Und dann kommt Microsoft um die Ecke und sagt: Wir wollen euch kaufen. Wir wollen eure Franchise kaufen. Wir wollen Warcraft kaufen. Wir wollen alle Activision und Blizzard Games kaufen. Und eure Entwicklerstudios eigentlich auch. Und man guckt sich Bobby Kotick an und denkt sich, das ist der Moment, wo er endlich abtritt. Das ist der Moment, wo irgendjemand bei Microsoft, Xbox sich da vorne hinsetzt und sagt, all das, was wir hier machen, machen wir jetzt anders. Das war zumindest die Hoffnung bei euch und bei mir. Und selbst ich habe ja gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es gravierende Änderungen gibt, wenn der Microsoft-Deal tatsächlich durch ist. Tatsache ist jetzt, Bobby Kotick hat sich schon 2021 und bei solchen großen Deals, wie wir den jetzt haben, kann man davon ausgehen, dass bereits da für ihn klar war, dass man in Verhandlungen mit Sony, Microsoft und sonst wen einsteigen wird zu einem Verkauf. Da hat er sich schon eine Klausel einbauen lassen, was für ihn relativ einfach ist, denn er ist der CEO von Activision. Das heißt, er hat nicht allzu viele Hürden für solche Sachen. Und diese Klausel besagt, dass er im Falle einer eigenen Kündigung oder einer Kündigung aufgrund eines Führungswechsels 300 Millionen Dollar Abfindung bekommt. Führungswechsel bedeutet, Microsoft kauft Activision, was jetzt ja im Prinzip durch ist. Da geht es nur noch ein bisschen Papierkram. Und es wird eine neue Führung eingesetzt. Er wird seines Postens enthoben. Er kriegt eine Abfindung, die sich sehen lässt. Und mit dem, er hat so ein Nettovermögen von knapp 600 Millionen. Also er geht dann damit fast auf die Milliarde hin. Was macht Microsoft also in dem Moment? Viele von uns wussten von dieser Klausel nichts. Und ich bin davon ausgegangen, dass Microsoft einen Deal mit ihm abschließt, damit er diese Übernahme vorantreibt. Er ist ja eine der führenden Federn in dieser Übernahme von Activision Blizzard zu Microsoft. Tatsache hat er Folgendes gemacht. Er hat einen Deal mit Microsoft abgeschlossen für den Fall der Übernahme. Und jetzt passt auf, Leute. Teil 1 des Deals ist, er bleibt nach Übernahme CEO von Activision und Activision Blizzard. Das heißt, auch er bleibt hauptverantwortlich für COD, für alle Call of Duty Games, für alles, was dort rauskommt, mit nur noch höher gesetzt irgendjemandem bei Microsoft, der da das letzte Wort hat. Und er bekommt, und das ist gut verhandelt, Geschäftsmann ist er, Mann auf jeden Fall, 600 Millionen Dollar als Einmalzahlung, wenn der Activision-Deal mit Microsoft offiziell vonstatten geht. Und genau das haben sie jetzt erreicht. Und es gibt ja, weil es eine öffentliche Anhörung war, auch die Anhörungsprotokolle vor dem Gericht, wo die Richterin dann mit der Kommission, mit Activision-Rechtsanwälten, Microsoft-Rechtsanwälten, Sony-Rechtsanwälten, die saßen ja alle zusammen und da gab es ja diese öffentliche Anhörung und öffentliche Verhandlung. Das heißt, wenn ihr das eingebt bei Google, könnt ihr die komplett finden. Ich kann sie euch hier auch einmal unten verlinken. Wenn ihr Englisch sprecht, dann könnt ihr euch da komplett durchlesen. Wer hat eigentlich was gesagt? Was hat Spencer gesagt? Was hat Kotick gesagt? Was hat generell Sony gesagt? Und. Und man merkt an diesen Ausführungen, dass Microsoft und Activision, also Bobby Kotick, sehr, sehr gut miteinander gearbeitet haben. Das heißt, sie haben miteinander vorher schon besprochen, wie die Taktik aussehen soll. Call of Duty als Game, und das war das große Problem für Sony, dass es eine Macht ist, die man da kauft, wurde da kleiner geredet, als sie wirklich ist. Es ist, ich glaube, das erfolgreichste Game aller Zeiten. Also mir fällt zumindest keine Franchise ein, die so viel Umsatz bisher insgesamt gemacht hat wie Call of Duty. Und aus diesem ganzen Text, und ich habe mir seitenweise davon mittlerweile durchgelesen, geht ganz klar hervor, das ist nicht aus Motivation gegenüber diesem Deal mit Microsoft, weil Bobby Kotick der Auffassung ist, dass das für die Spieler und für die Franchise besser ist, sondern weil er hinter diesem dann abgeschlossenen Deal 600 Millionen Dollar, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Aufwandsentschädigung sieht. Oder irgendwie so muss man es ja tatsächlich nennen. Und weiterhin sein normales Jahresgehalt. Er wird weiterhin ein normales Jahresgehalt beziehen, was im 6- bis 7-stelligen Bereich ist. Wurde ja 2021 auf ein 6-stelliges reduziert.
also irgendwie 200.000 oder 300.000 Dollar pro Jahr, hat aber eine Einmalzahlung bekommen, um das zu kompensieren von, ich weiß gar nicht, wie viel das war, 150 Millionen Dollar oder so. Also wahnwitzige Summen dafür, dass qualitativ gesehen die Franchise am Abgrund ist. Aber, und das ist das große Aber, viele von euch, viele sind dieser Franchise jetzt schon entwichen, machen andere Dinge, spielen was anderes, haben aufgehört mit Spielen. Der Großteil von denen, die das Geld in diese Franchises ausgeben, und damit ist nicht der Kauf des Games gemeint, damit machen die keinen Gewinn, sondern mit den Ingame-Bundles und den Blueprints und den Skins und was es da alles gibt, das sind die Leute, die sich mit dieser Übernahme, mit den Bugs und so gar nicht beschäftigen. Das heißt, er hat aus einer Situation, wo er eigentlich nicht viel gewinnen konnte, doch am Ende des Tages sehr, sehr viel rausgeholt. Nämlich eine Einmalzahlung, die ihn gleichzeitig auf seinem Posten belässt. Und ich weiß nicht, wie das neue Vertragswert aussieht, ob er im Falle einer Kündigung erneut 300 Millionen Dollar bekommt oder ob diese Klausel sozusagen auch im Zuge dieser Übernahme mit diesen 600 Millionen Einmalzahlung gestrichen wurde. Aber Tatsache ist, diese Hoffnung, die wir hatten, dass sich in dieser Franchise etwas zum Guten verändert, weil eben eine neue Führung dahinter steht, weil mit Xbox und Microsoft Unternehmen dahinter stehen, die andere Ziele verfolgen als Bobby Kotick, sind allein mit dieser Vereinbarung, die sie untereinander getroffen haben, ehrlich gesagt komplett ad acta gelegt und kann man komplett abknicken. Und da bleibt es jetzt sehr, sehr, also ich bin zumindest gespannt drauf, sehr abzuwarten, wenn jetzt diese letzten Instanzen durch sind, ob es tatsächlich auch so kommt, wie wir das ja eigentlich vermuten, nämlich, dass die Call of Duty Games, die neuen genauso wie die alten, im Xbox Game Pass mit auftauchen. Denn Microsoft möchte mit der Übernahme natürlich gerade Xbox, den Game Pass, Sales und sowas verstärken. Das ist natürlich eine Übernahme, bei der man sich langfristig gesehen einen Gewinn erwartet. Kein Unternehmen in dieser Größe macht solche Investitionen ohne den finanziellen Hintergrund und die Gewinnoptimierung dabei. Und es bleibt auch so abzuwarten, was eigentlich mit Sony passiert. Denn jetzt dieses Jahr ist das letzte Jahr Call of Duty Activision Exclusive Deal. Das heißt, die Beta in 4 Wochen, 5 Wochen, können wir PlayStation-Spieler wieder alle vorab spielen. Dann können, also die Vorbesteller, dann können nach 2 oder 3 Tagen alle PlayStation-Besitzer auch ohne Vorbestellung spielen. Dann erst können alle spielen, ein paar Tage später, die vorbestellt haben. Und dann ganz am Ende für 2 oder 3 Tage können wirklich alle spielen, egal welche Plattform, ob vorbestellt oder nicht vorbestellt, ist dann völlig egal. Dieser Deal endet dieses Jahr. Das heißt, das nächste Call of Duty, was ja Treyarch COD ist, 2024, wird unter dem Rahmen laufen. Exclusive Deal, Sony ist vorbei. Microsoft hat als Besitzer der Franchise komplett freie Hand. Und sie haben ja versprochen, dass diese Exklusivvorteile, die die PlayStation-Nutzer haben, also wir haben ja mehr XP, wir haben Party Boost XP, wir haben manche Bundles umsonst, wir haben Beta-Vorabzugang und all diese Sachen. Da bin ich gespannt, ob es tatsächlich darauf hinausläuft, dass sich das dann die Waage hält oder ob Microsoft seinen Kunden auf der Xbox gewisse Goodies anbietet, die sie ja wunderbar vermarkten können, weil sie haben alle Rechte an Activision. Wer soll sie jetzt auch aufhalten? Das heißt, Bobby Kotick hat es wieder geschafft, aus einem Haufen Scheiße für sich das bestmögliche Ergebnis zu holen. Ach, ich liebe den Typen. Wer tut es nicht, oder Leute? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Bobby Kotick? Keine Beleidigung bitte, ja? Ich bin weg. Hau rein.